Herzlich willkommen zur Zeit im Bild 2 am Fenstertag. Immer weniger russisches Gas kommt in Europa an. Sparflamme, die Lieferungen nach Frankreich, Italien, Deutschland, aber auch nach Österreich wurden reduziert. Russland spricht von technischen Gründen, Europa widerspricht. Höhenkoller, die Teuerungsrate steigt weiter und erreicht im Mai den höchsten Wert seit 46 Jahren. Zum Paket der Regierung gegen die Inflation ist SPÖ-Parteivorsitzende Pamela Rendi-Wagner live im Studio. Rückzugsort. Mehr als 100.000 Vertriebene finden im westukrainischen Lemberg Zuflucht vor dem Krieg. Viele Kriegsversehrte werden hier behandelt. Es war ein historisches Bild. Die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland und Italien besuchen den ukrainischen Präsidenten Volodymyr Selenskyj in Kiew. Die drei Politiker haben die Ukraine noch nicht einmal verlassen. Schon begann Russland, die Gaslieferungen in diese Länder zu drosseln. In der Ostsee-Pipeline Nord Stream kamen heute nur 40% der maximal möglichen Menge an. Auch Italien bekam heute weniger Gas. Nur die Hälfte der bestellten Menge kam an. Frankreich wurde der Gashahn ganz abgedreht. Dort kommt kein Gas aus Russland mehr an. Allerdings kann Frankreich einen russischen Lieferstopp leichter verkraften. Italien und Deutschland sind deutlich abhängiger von Russland, so wie auch Österreich. Auch bei uns kam, so Ministerin Gewessler, weniger Gas aus dem Osten. Die Speicher in Österreich sind zurzeit mit 40% des Jahresbedarfs gefüllt. Claudia Lind und Christian Jentsch berichten. Russland dreht das Gas ab. Während gestern vier führende EU-Politiker in Kiew zu Besuch sind und sich dabei für einen EU-Beitrittskandidatenstatus der Ukraine aussprechen. Frankreich erhält gar kein Gas mehr aus russischen Pipelines, Italien nur mehr die Hälfte, Deutschland bekommt 60% weniger Gas. Präsident Российской Федерации Владимир Путин. Der russische Präsident weist auf seinem Wirtschaftsforum in St. Petersburg heute jede Verantwortung Russlands für die steigenden Energiepreise zurück. Wenn man sich Europa anschaut, die Energiepolitik der EU ist ein Fiasko, weil die Union blind auf erneuerbare Energien gesetzt hat, was zu stark steigenden Energiepreisen geführt hat, lange vor unserer Militäroperation im Donbass. Dies hat nichts mit uns zu tun. Der Gaskonzern Gazprom sitzt beim russischen Wirtschaftsforum in St. Petersburg und begründet die Drosselung durch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 mit einer nicht gelieferten Verdichterturbine. Die Turbinen werden in Kanada gewartet. Siemens kann sie derzeit wegen der geltenden Sanktionen gegen Russland nicht liefern. Es gibt bisher keine Lösung. Siemens versucht, Lösungen zu finden, aber es gibt keine. Eine Ausrede sei das, sagt der ehemalige E-Control-Vorstand in Österreich. Also ich kann mir schwer vorstellen, dass der Bauteil auf ganz verschiedenen Kompressorstationen, die tausende Kilometer voneinander entfernt sind, gleichzeitig den Gaslauf gibt. Also das ist im Prinzip eine Ausrede. Unsere Gasspeicher sind zu 40,2% gefüllt. Das ist mehr als beim Ausbruch des russischen Angriffskriegs, aber ausreichend. Wir überwachen diese Situation mit allen Beteiligten, von der E-Control zu OMV, zu den anderen Ministerien sehr genau und sind auch in der Lage, natürlich sofort zu reagieren, sollte sich an dieser Situation was ändern. Aber aktuell ist die Versorgungssicherheit gewährleistet. Es ist eine ernste Lage. Was wären die Alternativen für Österreich? Für neue Gasverträge sei man zu spät dran, so Bolz im ZIP2-Interview. Die einzige Chance, sieht er, ist, dass wir uns an den EU-Einkäufen beteiligen. Da wird ja gerade eine gemeinsame Einkaufsplattform diskutiert, wo die EU-Kommission für die Mitgliedstaaten, die das wollen, gemeinsam Gas einkauft. Da könnte es noch Mengen geben. Auch Österreichs langfristige Lieferverträge sind derzeit kein Garant, weder für Gas aus Russland noch für niedrige Preise. Niedrige Preise sind ja ganz generell in Österreich weiter nicht in Sicht. Im Mai lag die Inflationsrate laut Statistik Austria bei 7,7%. Das ist die höchste Teuerungsrate seit April 1976, also seit 46 Jahren. So hoch der Wert ist, das ist weniger als die 8%, die noch zu Beginn des Monats erwartet wurden.
Österreich liegt damit etwas unter der Inflation in der Eurozone, die 8,1% beträgt. Neben den enormen Preissteigerungen für Energie aller Art steigen auch die Lebensmittelpreise überdurchschnittlich stark. Astrid Petermann berichtet. Die Preise steigen und damit steigt auch die Zahl der Menschen, die sich einschränken müssen oder anders einkaufen als früher. Ja, aber man verzichtet halt auf Sachen, die jetzt nicht sein müssten. So. Wenn die Wiener Energie das wirklich jetzt auf 100% verteuert, dann ist es schon katastrophal, würde ich sagen. Ich kaufe mehr Discountprodukte. Dass sich die Einkaufsgewohnheiten verändern, merken auch viele Händler. Während in der Corona-Krise zweistellige Zuwachsraten bei Premium-Marken verzeichnet wurden, hat sich jetzt der Bio-Boom aufgehört. Die Konsumenten greifen zum günstigsten, zu billigen Eigenmarken und hier werden zweistellige Zuwachsraten verzeichnet. Und für immer mehr Menschen stellt sich die Frage, was sie sich überhaupt noch leisten können. Der finanzielle Spielraum ist oft gleich null. Gekauft wird also nur mehr, was auch unbedingt gebraucht wird. Wir sehen, dass 15% der Menschen in Österreich sich rein auf lebensnotwendige Güter beschränken müssen. Damit steht kaum mehr Geld für Konsumgüter wie Mode, Elektro oder andere Waren zur Verfügung. Die Haupttreiber, Energie und Treibstoffe, limitieren die Möglichkeiten der Ausgaben. Im Mai ist die allgemeine Teuerung bei uns auf 7,7% geklettert. Lebensmittel sind um rund 9% teurer geworden. Energie kostet um rund 37% mehr als noch vor einem Jahr. Der Preis für Gas hat um knapp 80% zugelegt. Bei Treibstoffen liegt das Plus bei knapp 55%. Im täglichen Leben wirken sich die steigenden Preise für viele also stärker aus, als dass die Inflationsrate rein statistisch abbildet. Diese Teuerung, die in einer Zahl abgebildet wird, trifft eigentlich ganz unterschiedlich auf die Haushalte zu. Für die einen ist diese Inflationsrate eigentlich gut verkraftbar, weil sie hohe Einkommen haben, und für die anderen ist es eine große Herausforderung, mit dem umzugehen. Schon bei der letzten Konsumerhebung vor Corona war die Lage für rund 1,6 Millionen Menschen finanziell angespannt, so die WIFO-Expertin. Corona und die aktuelle Inflation verschlimmern die Lage zusätzlich. Menschen mit niedrigen Einkommen etwa geben anteilsmäßig besonders viel für Lebensmittel, Wohnen und Energie aus. Steigen die Preise, spüren sie das besonders stark. Da heißt es dann tatsächlich, Verzicht zu üben. Verzicht heißt weniger Freizeitausgaben, weniger Ausgaben für Lebensmittel, und das heißt dann wieder sinkender Lebensstandard. Die Politik will gegensteuern. Mit milliardenschweren Entlastungspaketen versucht sie, die Auswirkungen der Inflation zu bekämpfen. Denn mit den steigenden Preisen steigt auch die Angst vieler Menschen, dass sie sich Alltägliches bald nicht mehr leisten können. Live im Studio begrüße ich jetzt SPÖ-Vorsitzende und Clubchefin Pamela Rendi-Wagner. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Thür. Frau Dr. Rendi-Wagner, die Regierung hat ihr Paket zur Bekämpfung der Folgen der Inflation vorgestellt. Viele Milliarden Euro werden da bewegt und dennoch ist es Ihnen zu wenig. Warum? Naja, es geht ja erstens nicht darum, ob es zu wenig oder zu viel ist. Es geht ja nicht darum, wie viel hier überhaupt an Geld in die Hand genommen wird, sondern wie es ausgegeben wird, wer es bekommt und wer es wann bekommt und ob es einen nachhaltigen Effekt auf die Preise und auf die Inflation hat. Und wenn man da genauer drauf schaut, wenn man das durchrechnet, dann kommt man hier wirklich auf erhebliche Schwächen drauf. Sie fordern mehr Treffsicherheit. Gleichzeitig waren Ihre Vorschläge, die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, Strom und Gas und Treibstoffe befristet auszusetzen. Mieterhöhungen sollten rückgängig und die Mieten 3 Jahre lang eingefroren werden. Das sind alles Maßnahmen, von denen sehr, sehr viele Wirtschaftsforscher sagen, da würden alle davon profitieren, auch wenn sie nicht finanzschwach sind. Warum sollen Millionäre im Supermarkt auch billigere Semmeln bekommen? Naja, kommen wir mal auf das aktuelle Regierungspaket. Wenn ich jetzt sage, ich orte da mal 4 konkrete Schwächen, dann ist das zum einen, und das ist ganz zentral, im Hinblick auf die Verteilung dieser Milliarden, die hier angeblich ausgeschüttet werden. Und da sehen wir eindeutig, dass Besserverdiener, dass Spitzenverdiener deutlich mehr, vor allem dauerhaft mehr verdienen über die nächsten Jahre, als das für jene der Fall ist, die zum Beispiel 1200 Euro Pension haben. Zweiter Punkt ist sicherlich, dass diese 28 Milliarden, die die Regierung vorgestellt hat, nicht zur Gänze ein Entlastungspaket ist und eigentlich zu einem großen Teil ein Etikettenschwindel, weil 2/3, 70% dieses Paketes, nämlich
Abschaffung der kalten Progression und auch der Klimabonus ja keine Entlastung ist, die zusätzlich wirkt, sondern eigentlich eine Rückzahlung für etwas ist, was die Menschen eins zu eins vorher schon geleistet haben durch erhöhte Einkommensteuer erstens oder durch eine erhöhte CO2-Bepreisung zweitens. Das ist ein Nullsummenspiel für die Menschen und daher bleibt am Ende, bleiben 8-9 Milliarden über. Dritter Punkt, und das ist wesentlich der Zeitpunkt. Ich denke, der Herbst ist reichlich spät, für das das monatelang schon die Preise steigen, die Menschen belasten. Und der vierte, der ist essentiell. Es bleibt alles teuer, beziehungsweise es wird alles weiter steigen, weil keine der Maßnahmen inflationsdämpfend, preisdämpfend wirksam ist. Und jetzt sind wir bei meiner Frage, nämlich Ihr Vorschlag war ja, die Mehrwertsteuern zu senken auf sehr viele Bereiche. Da sagen die Wirtschaftsforscher, das ist nicht treffsicher. Warum sollen etwa auch Besserverdiener von dieser Mehrwertsteuersenkung profitieren? Herr Tür, weil Sie es gerade in diesem Beitrag ja selbst erwähnt haben, nämlich da wurde erwähnt, dass gerade die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel, das Wohnen, die Miete, die Menschen, die besonders wenig verdienen, mehr prozentuell, proportional zu ihrem Haushaltseinkommen belasten als Besserverdiener. Genau deswegen macht eine Mehrwertsteuersenkung oder Aussetzen befristet natürlich Sinn. Es geht schnell, es entlastet schnell und sicherlich daher auch, und das ist wesentlich, hat eine Mehrwertsteuersenkung einen preisdämpfenden Effekt. Ich muss ja auch die Ursache der Inflation bekämpfen und das sind die hohen Preise im Energiebereich hauptsächlich. Und wenn ich die Steuer senke, hat das einen preissenkenden Effekt. Das ist gut für die Menschen und auch für die Wirtschaft. Das ist ein Ziel, das viele Menschen gerne hätten. Da sagen aber Wirtschaftsforscher, das ist einfach Gießkanne und sie könnten damit sogar das Umgekehrte erreichen, was sie eigentlich wollen, nämlich die Inflation weiter anheizen, wenn sie die Mehrwertsteuer auf viele Bereiche senken und so die Preise für alle Menschen senken, die dann ja wieder mehr Kaufkraft haben, mehr kaufen können. Das treibt dann wieder die Inflation. Ja, aber Herr Tür, wenn wir das jetzt vergleichen mit dem Verteilungspaket von Nehammer und Kogler, das vor 2 Tagen vorgestellt wurde, dann errechnet sich hier über den Zeitraum bis 2026 für Spitzenverdiener, und ich habe mich selbst herangezogen und das durchgerechnet, wie würde das mich betreffen, habe auch den Herrn Nehammer dazu genommen, wir steigen ungefähr gleich gut aus, dann haben wir viele Tausende Euro, fast 6.000 Euro Benefit aus diesem angeblichen Entlastungspaket als Spitzenverdiener. Im Vergleich dazu hat eine Pensionistin mit 1.200 Euro Pension über denselben Zeitraum ungefähr ein bisschen mehr als ein Viertel von dem, was ich als Spitzenverdienerin oder der Herr Nehammer bekommt. Ist das sozial treffsicher? Nein, das ist nicht treffsicher, das ist nicht gerecht, es senkt nicht die Preise. Und die, die es wirklich bräuchte, die Pensionistin, die bekommt nicht das, was sie wirklich braucht, weil die Einmalzahlung im Herbst, die verpufft und die Inflation besteht weiter. Ich hätte aber trotzdem gerne eine Antwort auf meine Frage, die nämlich ganz konkret auf Ihren Vorschlag gerichtet war und auf die Frage, ob nicht Ihre Vorschläge die Inflation mittel- und langfristig weiter anhetzen. Diese Preisdeckel, Mehrwertsteuersenkungen und so weiter würden ja dazu führen, dass die Inflation, von der ja gerade die Ärmeren betroffen sind, dann weitergehen würde, vielleicht weiter angeheizt werden würde. Herr Tür, das verstehe ich nicht, dieses Argument, weil genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn man Mehrwertsteuer senkt, senken sich die Preise, und wenn Preise gesenkt werden, dann ist der Kostenfaktor, der die Inflation antreibt, geringer. Und Experten, mit denen ich dazu gesprochen habe, sagen mir, wenn man hier die Mehrwertsteuer vor allem auf Lebensmittel und Energie aussetzt, zeitlich befristet, hat das das Potenzial, von einem Dreiviertel bis einem Prozentpunkt die Inflation zu senken. Und schauen Sie nach Frankreich, die haben einen Preisdeckel bei Energiepreise und haben eine 2% geringere Inflationsrate als Österreich. Also irgendwas machen hier viele europäische Länder richtiger als wir. Jetzt gibt es aber ein anderes europäisches Land, das hat auch einen Rabatt auf Treibstoff eingeführt, nämlich Deutschland. Das hat die Energiesteuern auf Treibstoff auf ein Mindestmaß gesenkt. Doch siehe da, in der Realität haben dann die Tankstellen diesen Rabatt nicht so weitergegeben, nicht im vollen Umfang weitergegeben. Wenn Sie die Mehrwertsteuer senken wollen, was macht Sie denn sicher, dass die großen Supermarktketten oder die Tankstellen diesen Preisrabatt dann weitergeben, die könnten sich einfach die Profite einstreichen. Ich finde es gut, dass Sie das deutsche Beispiel herannehmen, weil das zeigt vor allem eines, dass dort der Wirtschaftsminister und die Bundesregierung sofort handelt, wenn die Wirtschaft die Preise nicht weitergibt. Der Wirtschaftsminister in Deutschland hat sofort gesagt, er wird infolgedessen, weil die Preissenkungen nicht weitergegeben wurden an die Kunden, eine kartellrechtliche Verschärfung durchführen. Das wäre bei uns die Preiskontrolle. Die haben wir auch in Österreich verlangt. Die greift bis heute nicht. Das ist bis heute nicht in Kraft getreten. In Deutschland wird gehandelt. Und im Übrigen,
auch dort der Wirtschaftsminister hat gesagt, und das ist mir auch ganz wichtig, dass man eines macht, nämlich diese unfairen Milliardenübergewinne im Energiebereich. Sie antworten auf Fragen, die ich nicht gestellt habe. Meine Frage war ganz konkret, was macht Sie so sicher, dass die Mehrwertsteuersenkungen dann auch an die Kunden weitergegeben werden? Habe ich Ihnen gerade gesagt. Eine Preiskontrolle, so wie sie im Preisgesetz in Österreich steht. Für Lebensmittel und für Treibstoff. Absolut. Das Preisgesetz gibt das her. Es muss nur umgesetzt werden. Wenn ein Text auf einem Gesetzesblatt steht, dann hilft es den Menschen noch nichts. Das muss die zuständige Ministerin, in dem Fall ist es jetzt ein Minister, der Wirtschaftsminister, umsetzen. Wir haben Anträge dazu mehrfach eingebracht. Die Regierung hat sie abgelehnt. In Deutschland wird es jetzt gemacht. Das Kartellrecht wird verschärft. Und im Übrigen sollten diese Milliarden an Übergewinne, die bei Energieunternehmen jetzt anfallen, in Österreich sind es um die 4 Milliarden oder mehr, die sollten doch abgeschöpft werden. Diese Krisengewinne werden gemacht am Rücken der Menschen, die hier nicht mehr wissen, wie sie die Gasnachzahlungen und die Vorauszahlungen leisten. Und auch das wäre längstens fällig in Österreich. Sie kritisieren, dass Energieunternehmen jetzt in der Krise Profit machen. Aber wie passt das denn zu der Erhöhung der Fernwärmetarife in der Stadt Wien, die um mehr als 90% steigen? Wissen Sie, diese Unternehmen von sich aus können gar nicht aus wirtschaftlichen Gründen, denen sie verpflichtet sind, das sind Aktiengesellschaften zu einem großen Teil, die können von sich aus gar nicht sagen, wir streifen diese Gewinne nicht ein. Dazu braucht es ein Gesetz als Basis, die diesen Unternehmen vorschreiben, dass sie diese Gewinne abzuführen haben. Und dieses Gesetz braucht es für einen zeitlich natürlich begrenzten Rahmen, für den Zeitraum der Inflation, damit man das sinnvoll wieder investiert. Erstens in Antiteuerungsmaßnahmen zur einen Hälfte und zur anderen Hälfte reinvestiert, um in erneuerbare Energien zu investieren. Das wäre mein Vorschlag, zur Hälfte investieren in die Energien und zur anderen Hälfte in die Menschen. Aber die Preiserhöhungen in Wien unterscheiden sich ja von Ihnen, von anderen Energieunternehmen in Österreich ganz deutlich. Die Energie Steiermark hat heute angekündigt, die Preise dort nur, unter Anführungszeichen, nur um 50% zu erhöhen. Immerhin die Hälfte der Preiserhöhung in Wien. Zahlen nicht die Wienerinnen und Wiener jetzt den Preis dafür, dass die Stadt Wien den Ausstieg aus Gas völlig verschlafen hat? Also wir können gerne einen Bundesländervergleich machen. Da stellen Sie fest, dass in Oberösterreich das Energieunternehmen sehr wohl deutlich über den Preisen, vor allem für Neukundinnen und Neukunden, was Gaspreise betrifft, liegt gegenüber Wien. Aber ich kenne auch einen Fall einer ganz durchschnittlichen ASVG-Pensionistin aus Niederösterreich, die gerade eine 2.000 Euro Gasnachzahlung bekommen hat von der EVN und eine Vorauszahlungserhöhung von 400 Euro im Monat. Ich sage, das ist auch nicht wenig. Und diese Frau dreht jeden Cent um und bekommt eine Einmalzahlung im Herbst, die verpufft wie heiße Luft. Ein harter Schnitt. Zurzeit wird im Parlament auch ein neues Parteiengesetz verhandelt. Wesentlicher Teil davon ist auch die Prüfkompetenz des Rechnungshofes. Sie haben jetzt gestern gefordert, dass der Präsident oder die Präsidentin des Rechnungshofes künftig mit 2/3 Mehrheit gewählt wird. Aber würden Sie behaupten, dass die Präsidentin des Rechnungshofs beim vernichtenden Bericht letzte Woche über die ÖVP die ÖVP geschont hat? Ja, ich denke, dass es notwendig ist, wenn wir die Kontrollrechte dieser Institution des Rechnungshofes ausweiten, dass auch die Unabhängigkeit dieses Rechnungshofes... Aber ist Marke Kraker abhängig? Dass wir auch die Unabhängigkeit des Rechnungshofes stärken. Und das ist durch eine breitere demokratische Legitimierung bei der Bestellung der Rechnungshofpräsidentin jedenfalls der Fall. Und ich hätte gerne, dass das eine Zweidrittelmehrheit ist, die das bestimmt und nicht eine einfache Regierungsmehrheit, die die Rechnungshofpräsidentin im Parlament bestimmt. Und das hat nichts mit der Person Margit Kraker zu tun, ganz im Gegenteil. Ihr Bundesgeschäftsführer spricht von türkisen Konstruktionen, die da in den letzten Tagen, Zitat, implodiert seien. Das hat mich etwas gewundert, denn auch die SPÖ hat zahlreiche Vereine in ihrem Umfeld, etwa die Gewerkschaftsfraktion oder auch den Pensionistenverband. Die haben zwar kein Geld aus dem MPO-Fonds erhalten, das muss man dazu sagen, aber Wahlkampfveranstaltungen für sie persönlich im Wahlkampf 2019 organisiert und Inserate geschalten. Beides wäre eigentlich verboten. Die SPÖ wurde auch dafür verurteilt. Wenn sie die ÖVP für ihre Vereinskonstruktionen kritisieren, wäre es denn nicht gescheiter, sie hätten nicht auch solche Konstruktionen? Aber Sie wollen ja jetzt nicht ernsthaft das vergleichen, was derzeit in Oberösterreich beim Oberösterreichischen Seniorenbund passiert ist, der rechtswidrigerweise, das haben Sie auch gerade gesagt, rechtswidrigerweise Millionen aus den Corona-Hilfen bezogen hat, obwohl er Bestandteil der ÖVP ist und als ÖVP und als Partei gar keine Corona-Hilfen beziehen darf. Und das vergleichen Sie jetzt mit einer Parteiveranstaltung in einem Wahlkampf. Ja, da ist ein erheblicher Unterschied. Und der Unterschied ist, dass sowohl die Gewerkschaft
als auch der PVÖ, der Pensionistenverband Österreichs, nicht Teil der SPÖ sind, während natürlich der Oberösterreichische Seniorenbund klarer Teil der ÖVP ist. Aber Sie haben doch genau dieselbe Konstruktion gemacht. Früher waren der PVÖ und die Gewerkschafter Teil der SPÖ, dann haben Sie Vereine gegründet. Aber nein, die Gewerkschafterin, lassen Sie mich kurz ausreden, die Gewerkschafterinnen in der SPÖ und die ARGE 60+. Wo ist denn da der Unterschied zur Konstruktion beim Seniorenbund, der zugleich Teilorganisation oder Verein ist? Die zwei von Ihnen erwähnten Vereine sind nahestehende Organisationen. Die sind nicht Teil der SPÖ. Ganz einfach. Und das ist ein erheblicher Unterschied und das ist nicht vergleichbar. Und Sie haben sie nicht gegründet, um das Parteiengesetz zu umgehen? Beide Nein. Vereine sind personalident, sie sind am selben Ort, sie sind quasi gleich aufgestellt. Nein, ich kann Ihnen das genau erklären. Also es ist eine sehr komplexe Sache, aber der Pensionistenverband, der eine ganz gesonderte Organisation ist, hat Mitglieder, die Mitglied bei der SPÖ sind und viele Mitglieder, die nicht Mitglieder in der SPÖ sind. Und die SPÖler sind, die wollen ihre Interessen auch in der SPÖ vertreten sehen. Das geht aber nicht, weil der PVÖ eine völlig unabhängige Organisation ist. Und für diesen Zweck wurde eine befreundete, der SPÖ nahestehender Verein gegründet, der mit der SPÖ selbst, der also der nicht für sie schaltet und bei der Gewerkschaftswahlkampf für sie macht. Damit, wo in den Statuten die SPÖ und die sozialdemokratischen Grundwerte verankert sind und dasselbe auch in der SPÖ und damit ein Mitbestimmungsrecht in den SPÖ-Gremien durch ein, zwei Funktionäre aus dem Pensionistenverband. Das ist die Konstruktion, wie Sie sie nennen, aber nicht mehr und nicht weniger. Frau Dr. René Wagner, vielen Dank für den Besuch im Studio. Ich danke Ihnen. Die EU-Kommission hat sich heute dafür ausgesprochen, der Ukraine und ihrem ebenfalls von Russland bedrohten Nachbarn Moldau den ersehnten EU-Beitrittskandidatenstatus zu verleihen. Dem Beschluss müssen aber noch die teils skeptischen EU-Mitgliedsländer einstimmig zustimmen. Auch sonst ist der Weg bis zur Mitgliedschaft noch ein weiter. Die EU-Kommission sieht noch erhebliche Defizite, insbesondere im Justizwesen und in der Korruptionsbekämpfung. Der Aufnahmeprozess könnte sich daher noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinziehen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen warb um Unterstützung der Empfehlung, die Ukrainer seien bereit, für die europäische Perspektive zu sterben. Man wolle es ihnen daher ermöglichen, gemeinsam den europäischen Traum zu leben. With us, the European dream. Etwa 1 Million Einwohner hat Lemberg, ganz im Westen der Ukraine. In den ersten Wochen des Krieges passierten ca. 5 Millionen ukrainische Flüchtlinge die Stadt. Durch den Ansturm platzte Lemberg aus allen Nähten. Alle Betten der Stadt waren belegt und internationale Organisationen halfen beim Bau von Flüchtlingslagern. Zwar gibt es auch in Lemberg immer wieder Fliegeralarm, doch von russischen Raketen beschossen wurde das Zentrum bisher nie. Aus Lemberg berichtet Christian Werschütz. Lemberg liegt ganz im Westen der Ukraine, nicht weit von der polnischen Grenze entfernt. Vom Krieg war die Stadt daher vor allem indirekt betroffen. Ein Zeugnis dafür bilden die Containerdörfer, die die Stadt für Flüchtlinge errichtet hat. Drei gibt es, jedes hat 350 Betten. Genutzt werden auch Schulen und Studentenheime. Die große Mehrheit der Flüchtlinge kam aber privat unter. Etwa 100.000 sind offiziell in Lemberg registriert. Die Dunkelziffer dürfte weit höher sein. Umfragen zeigen, dass die klare Mehrheit zurück will. Doch etwa 20% sagten, dass sie in Lemberg bleiben wollen. Ein Teil hat keine Alternative, weil ihre Wohngebiete von Russland besetzt sind. Andere können nicht zurück, weil in ihrem Wohnort gekämpft wird. Wieder andere wollen einfach hier ihre Existenz aufbauen und ein kleiner Teil will auswandern. Lemberg ist auch eine Anlaufstelle für Kriegsopfer. Vor allem Zivilisten werden in diesem städtischen Krankenhaus behandelt. Etwa 80 Personen liegen auf dieser Abteilung. Die große Mehrheit hatte das Pech, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein, als die Granate einschlug. Sergei war im Garten. Die Wunde wurde schon genäht, doch am Knochen stehen noch zwei Operationen bevor. So manche dieser Patienten warteten zum Zeitpunkt meines Besuchs bereits auf ihre Reise nach Deutschland und Norwegen, um weiter behandelt zu werden oder um die Rehabilitation zu beginnen. Künftig soll moderne Rehabilitation auch in der Ukraine möglich sein, und zwar in Lemberg.
Das ist das erklärte Ziel des Bürgermeisters, der bereits Pläne für den Bau eines Reha-Zentrums vorantreibt. Wir möchten in diesem Jahr die Projektierung des Rehabilitationszentrums abschließen und Vorbereitungsarbeiten beginnen. Der eigentliche Bau soll dann im nächsten Jahr beginnen und etwa 2 Jahre dauern. Parallel dazu werden wir auch die gesamte Infrastruktur errichten. Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht. Daher wird Rehabilitation auch in 2 Jahren noch eine große Rolle spielen. Die Garnisonskirche in Lemberg ist nun oft der Ort, an dem Verwandte und Soldaten ihren gefallenen Kameraden das letzte Geleit geben. Zu befürchten ist, dass es noch viele derartige Verabschiedungen geben wird, und zwar nicht nur in Lemberg. Und wir blicken jetzt noch auf weitere Meldungen des Tages. Der britische Premier Boris Johnson hat heute in Kiew dem ukrainischen Präsidenten weitere Waffenlieferungen zugesagt. Damit wolle man der Ukraine im Krieg gegen Russland strategische Ausdauer verschaffen. Großbritannien werde bald mehrfach Raketenwerfer liefern, verspricht Johnson. WikiLeaks-Gründer Julian Assange, derzeit in London in Haft, darf an die USA ausgeliefert werden. Das hat die britische Regierung heute entschieden. Assange kann noch dagegen berufen. Ihm droht in den USA lebenslange Haft wegen der Veröffentlichung geheimer Daten über die Kriege im Irak und in Afghanistan. Die Flugbranche kämpft mit akutem Personalmangel. Deshalb kommt es auf den Flughäfen zu stundenlangen Verspätungen. Flüge werden gestrichen. Das, obwohl die wirklich starken Reisemonate erst bevorstehen. Während der Corona-Pandemie sind viele Beschäftigte in der Flugbranche entlassen worden. Bei dem Hackerangriff auf die Kärntner Landesregierung gestohlene Daten werden im Darknet zum Verkauf angeboten, vor allem Reisepassdokumente. Damit können gefälschte Pässe hergestellt werden. Die Hacker haben Lösegeld für die Daten gefordert, es aber nicht bekommen. Die französische Filmlegende Jean-Louis Trintignant ist im Alter von 91 Jahren gestorben. In rund 150 Film- und Fernsehrollen hat er das französische Kino über viele Jahrzehnte hinweg geprägt. Noch in hohem Alter brillierte Trintignant in Michael Haneckes Filmen Liebe und Happy End. Europa steht vor einem Wochenende mit extremer Hitze. In Toulouse in Frankreich hatte es heute bereits 37 Grad und über das Wochenende werden deutlich über 40 erwartet. Es ist die früheste Hitzewelle seit 1947. Zur Hitze kommt extreme Trockenheit in Spanien zu Waldbränden und in Italiens Poebene zur größten Dürre seit Jahrzehnten führt. Und auch bei uns wird das Wochenende extrem heiß. Die Aussichten. Wir haben derzeit die längsten Tage des Jahres. Knapp 16 Stunden sind sie lang. An diesem Wochenende werden wir die möglichen Sonnenstunden zu einem Großteil ausschöpfen. Schon morgen erwartet uns viel Sonnenschein. Vor allem am Nachmittag ist der Himmel oft wolkenlos. Bei nur schwachem Wind wird es heiß. Die höchsten Werte gibt es im Westen. Am Sonntag liegen die Höchstwerte dann verbreitet über 30 Grad. An der Alpennordseite sind stellenweise 35 möglich. Südwind frischt auf, im Osten mit Böen um 50 km/h. Dazu scheint die Sonne. Die Gewittergefahr ist vorerst noch gering. Damit verabschieden wir uns von allen, die über Dreisat zugesehen haben. Ein schönes Wochenende aus Wien. Bei uns in ORF 2 begeben wir uns nun mit Universum History auf die Spuren der Wikinger oder besser gesagt der Wikingerinnen. Denn neueste Erkenntnisse stellen die stereotypen Geschlechterrollen der Wikinger in Frage und bestätigen, Frauen haben ebenso zur Waffe gegriffen, sogar hohe militärische Funktionen innegehabt. Universum History zeichnet das Leben einer fiktiven jungen Häuptlingstochter nach, die es mit Unerschrockenheit bis zur Heerführerin schafft. In der ZIP-Nacht in ORF 1 bringt sie um 22.38 Uhr noch auf den neuesten Stand der Dinge. Die Zeit im Bild 2 verabschiedet sich schon jetzt. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Auf Wiedersehen.